Ich bin mit 18 vor meinem Hausarzt gehockt und der hat das EKG gemacht und Blutwert kontrolliert und mir gesagt, wenn du so weitermachst, lebst du kein Jahr mehr. Und für mich war es dann einfach so, hey, es muss einfach mal etwas gehen, weil wenn ich stirb, bin ich weg, mich kümmert das nicht mehr, aber meine Familie geht daran kaputt. Kinder können ganz direkt sein zu anderen Kindern und darum braucht es manchmal nur die falschen Turnschuhe, die man anhat und schon ist man da Aussenseite und ich denke, mir wird jetzt jemand mit einer fehlenden Hand oder einem fehlenden Bein in die Schule kommt, kann das wirklich ganz brutal werden von dem. Es ist ein Krankheitsbild, ich persönlich sehe es aber eigentlich nicht als Krankheit, weil man kann so sehr gut leben. Es ist etwas Optisches, was man halt sieht, aber es tut weder weh noch so schön. Ich bin Nicole Knär, ich bin 22 Jahre alt und ich habe in meinem Leben mehrmals sexuelle Gewalt erfahren. Ich bin dann mit 13 essgestört worden, also eigentlich magersüchtig, weil also ich damals ein normales Gewicht hatte, aber für mich war es einfach so, ich habe keinen Hintern, ich habe keine Brüste. Ich kann eigentlich sexuell unattraktiv werden. Mein Name ist Fornasier Michel, ich bin noch in rechte Hand auf die Welt gekommen. Heute darf ich ganz eine moderne Handprothese tragen, eine bionische Handprothese. Ich bin einer der 12 Träger in der Schweiz. Privilegiert und dankbar, das dürfen zu tragen und zweihändig, seit 4 Jahren zweihändig wieder durchs Leben zu gehen. Ich bin Valeria, komme aus dem Raum Zürich und ich bin eine Reisebloggerin. Ich habe schon mein ganzes Leben lang Vitiligo, das ist eigentlich eine Weissfleckkrankheit. Und das heisst, ich habe im ganzen Körper weiße Flecken. Das ist nicht pigmentiert, die sind von der Sonne sehr empfindlich, muss man immer gut eingrämen. Ich bin eigentlich sehr behütet und geborgen aufgewachsen. Es ist natürlich auch die ein oder andere Stichelei auch bei mir passiert. Also es war nicht alles Sonnenschein und Regenbogen. Als ich ein Kind war, hat es schon Zeiten gegeben, wo es nicht so einfach war. Ich bin halt so aufgewachsen, für mich es war ganz normal, es war nie ein grosses Thema. In der Schulzeit hat es aber schon einen Moment gegeben, in dem ich gecancelt wurde wegen der weißen Flecken. Und das war manchmal schon schwierig und dort habe ich mir selber erst angefangen zu überlegen, aha, okay, das ist in dem Fall anders. Oder, ja. Die Magersucht hat mir ein Gefühl von Kontrolle gegeben, dass ich jetzt endlich meinen Körper kontrollieren kann, dass ich die Autonomie bei meinem Körper wieder zurück habe. Und bei der Bulimie war es einfach so, ich habe gefressen, ich habe gebrochen, es war ein totaler Kontrollverlust. Und ich wollte das nie zurück, über meinen Schmerz zu entscheiden. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu verletzen. Je mehr ich aus den Essstörungen rausgegangen bin, habe ich eine Totalkompensation gebraucht und umso tiefer sind die Narben eigentlich geworden. Ich hatte halt so einen Hass auf meinen Körper und ihn eigentlich immer mehr als Gefängnis wahrgenommen als das Zuhause. Genau, es waren sicher Momente, wo ich gehadert habe mit dem Schicksal. Oder zum Beispiel der Body, wo man natürlich das offensichtlich auch gerade sieht, dass eine Hand fehlt. Da habe ich aber einen ganz guten Kollegen, der ist Querschnitt gelähmt im Rollstuhl und kann wirklich ohne Dritte gar nichts machen. Also weder essen noch duschen, sich waschen, überhaupt nichts. Und ich habe mit ihm viel geredet und über mein Schicksal, über die fehlende Hand. Und er ist so ein lebensbejahender und guter und fröhlicher Mensch und so in Einklang mit sich selber. Und das hat mir immer wieder Hoffnung gegeben und gesagt, hey Michel, du hast dich nichts zu beschweren, dir fehlt eine Hand. Er kann nicht selber laufen und sich nicht bewegen und er ist so ein glücklicher Mensch. Ich war als Kind oft beim Hautarzt. Da wollte man halt auch zuerst abklären, was ist das überhaupt. Vitiligo ist auch, also es ist eine Autoimmunkrankheit, wo man nicht genau weiss, warum das sie überhaupt gibt. Warum sind die weißen Flecken da? Es gibt viele Vermutungen, aber man weiss weder, was man dagegen machen kann, sicher noch, woher es kommt. Aber es gibt Möglichkeiten, also ich habe verschiedene Sachen probiert, für mich hat aber nichts funktioniert oder genützt. Und das war für mich der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe es probiert, es hat nichts genützt und jetzt akzeptiere ich es eigentlich, wie es ist. Das bewegendste Ereignis war für mich, als ich ein Aufnahmegespräch in der Klinik hatte. Und ich dort hocke und ich denke so, okay, eigentlich bin ich doch jedem egal, ich kann jetzt sowieso verschwinden. Und dann von meiner Mutter und meiner Schwester einfach von Fachperson zu brüllen. Und ich plötzlich gemerkt habe, ich habe es mir nur eingebildet, dass ich allen egal wurde bin. Und das hat mich so berührt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, dein Leben hängt auch an anderen. Ich habe lange Zeit mein Handicap versteckt, also 35 Jahre lang von meinem Leben habe ich wirklich das versteckt, weil ich mich geschämt habe dafür, weil ich nicht dazu stehen konnte. Und irgendwann habe ich mir gesagt, schau Michel, du hast keine rechte Hand, du bist nicht besser oder schlechter als andere. Und glaub mir, es gibt mir wirklich recht leichter von der Hand, jetzt so zu leben, die letzten 5 Jahre als die letzten 35. Ich hatte nie eigentlich wirklich vor, den Plan, über Vitiligo öffentlich zu reden oder auf meinem Blog darüber zu schreiben.
Ich hatte dort eine Begegnung, das war vielleicht für mich so eine Schlüsselbegegnung, als wir länger auf Reisen waren. Dann kam eine Amerikanerin auf mich zu, ganz mega offen und herzig. Und sagte, du hast auch Vitiligo. Und ich sah, sie hat wirklich ähnliche Flecken wie ich. Und dann habe ich recht lange mit ihr geredet und gemerkt, dass sie extrem darunter leidet, dass es für sie so schwierig ist, dass sie es fast nicht akzeptieren kann. Und sie hat mich nachher so beschäftigt und leid da. Und dort habe ich eigentlich den Entschluss gefasst, hey, eigentlich wäre es doch schön, weil es für mich irgendwie habe ich es geschafft, gut so damit zu leben, dass ich teilen und vielleicht anderen Leuten ein bisschen Mut machen. Ich habe letzten September mein erstes Buch veröffentlicht, «Magere Jahre». Und dort geht es eigentlich um meine Zeit als Essgestörte, wo ich vor allem geschrieben habe, damit Angehörige mal einen Einblick haben, wie sich es anfühlt, Essgestört zu sein. Für mich war es einfach eigentlich entscheidend, zu merken, ich bin nicht mehr, ich muss nicht mehr die Opferrolle haben. Ich darf jetzt jemand anders sein und ich kann jetzt jemand anders sein und vor allem, ich will jetzt jemand anders sein. Kinder, die haben immer das Gefühl gehabt, mit mir bionische Handprothese, die sehen ja auch so futuristisch aus. Ich habe super Kräfte. Und sie sind immer zu mir gekommen und haben gefragt, ja Michel, hast du nur Superkräfte? Und mit einem guten Kollegen von mir, der David Bohler, das ist ein grosser Zeichner, der lange Zeit in Amerika gelebt hat und wieder in die Schweiz gekommen ist. Und wir haben den Bionic Man, also den ersten Superheld, mit einem Handicap kreiert. Und der Auftrag von dem Bionic Man ist zum einen, Kind mit einer körperlichen Beeinträchtigung das Selbstwertgefühl zu fördern, zu stärken, Mobbing zu bekämpfen, aber auch Kind mit Beinenhänden und Beinenfüßen und alle Körperteile, sage ich jetzt mal, sensibilisieren von Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Ich glaube, den perfekten Körper gibt es eigentlich sozusagen nicht. Ich glaube, da gibt es einfach für jeden Mensch. Und ich glaube, man hat auch nicht einmal in seinem Leben den perfekten Körper, sondern das verändert sich in jeder Lebensphase. Ein perfekter Körper ist von mir die Imperfektion. Also eigentlich macht die Imperfektion den Körper erst perfekt und interessant. Ich glaube, normal gibt es gar nicht. Normal ist vielleicht, dass jeder Mensch einzigartig und anders ist. Und das ist genau das Schöne. Schönheit ist für mich, wenn man einen Menschen anmerkt, dass er ausstrahlt, wie er selber ist. Also, ich finde, Schönheit erkennt man, wenn man vor einem Menschen steht und er hat einfach so Ausstrahlung und man merkt, er fühlt sich in seiner Haut sicher. Ich finde es extrem schade, dass den Leuten gesagt wird, in der Industrie, dass du so aussehen, dass du perfekt bist oder du kannst nur glücklich sein, wenn du so und so aussehst. Das ist einfach nicht so. Und ja, es ist einfach jeder gut so, wie er ist. Am Ende des Tages sind wir alles Menschen. Kochen alle mit Wasser und irgendwo denke ich mir, jeder hat seine Schwächen und Vorteile. Und ich denke mir, man sollte lieber Vorteile setzen, als die Schwächen tagtäglich zu bejammern. Akzeptanz ist eigentlich das Wichtigste, Akzeptanz sich selber gegenüber.